So, herzlich willkommen zurück zum Let's Play Portal 1 in Testkammer oder vor Testkammer 17 befinden wir uns hier gerade und es ist schon etwas länger her, dass ich aufgenommen habe, deshalb weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Jedenfalls weiß ich, dass wir hier einen Companion Cube gefunden haben. Moment, ich muss mein Mikrofon gerade etwas richten. So, ja. Companion Cube, unser This weighted Companion Cube will accompany you through the test chamber. Please take care of it. Unser Buddy, das wollte ich gerade eben sagen. Und ja, dann würde ich mal sagen, let the show begin. Na. So, ho, ho, ho. Jetzt müssen wir hier wieder aufpassen, weil hier ist wieder dieser Powerball. Ich weiß nicht, ob es das bringt, wenn ich mit dem Companion Cube hier entlang laufe. The symptoms most commonly produced by Enrichment Center testing are superstition, perceiving inanimate objects as alive, and hallucinations. Sorry, the Enrichment Center reminds you that the weighted Companion Cube will never threaten to stab you and in fact, cannot speak. Oh, das ist aber echt schade, dass wir nicht miteinander erzählen können. Ah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das Ding ja nicht auf ist. Naja, dann, halt. Oh, nochmal neu. Das ist die Quartz. Irgendwo, da war's. Heilige Scheiße, das ist echt gefährlich hier. Hey, guck mal diese Kameras. Ich finde den Companion Cube sehr, sehr schön. Ja. Leicht schwul, ich weiß. Nein, halt Companion Cube ist halt so ein Portal-Klassiker, sag ich mal. Oh, jetzt ist der Kabot an einer Seite. Naja. Nee, ist halt, kommt auch, glaube ich, in Portal 2 wieder drin vor. Also, es ist einfach ein Klassiker der Reihe. Deshalb, Minecraft-Style, nee, deshalb finde ich es eigentlich auch ganz, cool, den Ziel wieder zu treffen, sozusagen. Naja, ich mach mir mal ein Portal hin. So, jetzt erstmal gucken. Ah, okay, wir müssen dann den Companion, mit dem Companion Cube das Ding wahrscheinlich da rein befördern und dann, gut, dann probieren wir das mal. So, das hat ja mal funktioniert. Jetzt hebt sich die eine Platte. Okay. Da ist nichts passiert. Okay. Ich muss hier gerade mal ein bisschen... Weil die Testkammer ja auch wieder etwas größer ist. Da geht die Tür auf, komischerweise. Die Testkammer ist halt auch größer als die vorherige. Wir müssen aber jetzt noch ein. Ich höre den doch auch, oder? Irgendwo müssen wir doch jetzt noch ein. Ja, irgendwo ist doch hier noch ein. Wo ist denn das Ding? Ah, shit. So, mal da hoch. Ja, irgendwo höre ich doch da noch einen. Müssen wir die hier benutzen? Ach, aber natürlich müssen wir die hier benutzen. Aha. Aha, 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 aha. Ach, okay, deshalb auch. Müsste passen, oder? Aha, aha. Tricky, tricky, tricky. The Enrichment Center reminds you that the weighted Companion Cube cannot speak. In the event that the weighted Companion Cube does speak, the Enrichment Center urges you to disregard its advice. Ah, sehr interessant. Ich finde auch immer diese Räume im Hintergrund, finde ich eigentlich auch immer recht lustig. Gehen wir mal kurz hin. Wie gesagt, bei Portal 2 gibt es ja Achievements. Unter anderem gibt es auch ein Achievement, wenn man halt so einen Raum gefunden hat. She's watching you.
Nachrichten. Die Dinger verfolgen uns. She, in dem Fall natürlich GLaDOS, ganz klar. DOS, haha, oh Gott. Ganz, ganz böser Flachwitz. Okay, jetzt brauchen wir noch einen. Da müssen wir auf jeden Fall mal hier ein Portal hinsetzen. Dann schnell dahin. Okay, das wird tricky, tricky. Oh Mann, ich ging durch. Ich muss doch irgendwie. Wo bin ich denn hergekommen vorhin? Ich hätte den Cube mitnehmen sollen. Oh, oh, boah, scheiße, das hätte ich ja fast vergessen. Nee, ach, hier komme ich immer noch her. Da kommt immer noch einer raus, oder wie? Oder ist der. Nee. Okay, aber unten bekommen wir noch einen her. Das finde ich ein bisschen blöd, dass die dann einfach auch aus sind. So, jetzt fliegt der irgendwo rum. Und ich habe keine Ahnung, wo der rauskam. Naja. Soll uns mal noch nicht interessieren. Oh, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ah, egal. Machen wir wieder zwei Testkammern oder so. Gucken, was da hinten gibt. Nischt. Okay. Das war hoffentlich der richtige, jawohl. Finde ich gut, dass die, dass die Shell keinen Fallschaden hat. Ach, scheiße. Mist. Das war natürlich das falsche Portal. Ach, komm. Doch jetzt orange setzen. Grimpfel. Naja. Geht's wieder zurück. Können wir auch hier die Anstalt ein bisschen besser kennenlernen. Und ich nenne es jetzt einfach mal Anstalt. Testanstalt. So. Jetzt aber. Jetzt müssen wir eben nur schnell genug die Türen aufbekommen. Ich habe da auch schon eine Idee. Vielleicht zwischen den Türen irgendwie fangen oder so. Ich bin mir aber nicht genau sicher, ob das so funktioniert, wie ich mir das jetzt vorstelle. Auf das habe ich gewartet. So. Jetzt nehmen wir den mal mit. So, jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Das muss jetzt funktionieren und dann danach da oben drauf. Shit. Ich sag mal, so ein Energy Ball, der dann einfach mal so. Der einfach mal hier rumgeht, ist natürlich auch nicht so schön. Aber warum? Warum? Ah, shit. Au, 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 au. Ich merke schon, wie es mich trifft. Alter. Nee, aber. Das muss doch funktionieren irgendwie. Ach, okay, ich. Oh Gott, das wird aber jetzt hier spannend. Ich warte, bis der vorbei ist und setze dann drauf. Das ist so mal meine Taktik jetzt. So. Vorbei und jetzt drauf. Okay, dann kommt spät. Da müssen wir vielleicht. Aber da trifft er. Also, ich will den ganz einfach hier drin fangen irgendwie und dann halt so schnell wie möglich. Fuck, wieder zu spät. So. Hell yeah! This is how it's done. Oh, ich nehme mal einen Companion Cube aber mit. Nicht, dass wir den noch irgendwie brauchen später natürlich. Let's go! Companion. Ich kann ja eigentlich nur freuen, den ich habe. So. Jump and jump! Fuck. Habe ich schon gesagt, dass ich so Jump-Run-Teile eigentlich gar nicht mag. Auch bei den Minecraft, wenn wir wieder auf Minecraft kommen. Link zur Playlist oben im Eck. Auch bei den Minecraft Adventure Maps
Jump-Dinger, da bin ich gar nichts für. Nein. Ey, das ist echt hart, ne? Das ist echt hart. Wir müssen unseren Companion Cube da drin verbrennen. What the fuck? Nein. Nicht Companion. Nein. Das tut mir echt leid jetzt, aber... Was so für euch? Okay, damit hätte ich jetzt hier rechnen. Ach so. Okay. Man müsste auch immer auf die Linien am Boden gucken, ne? Weil die zeigen ja an. You did it. The weighted companion cube certainly brought you good luck. However, it cannot accompany you for the rest of the test and unfortunately must be euthanized. Ja, please escort your companion cube to the Aperture Science Emergency Intelligence Incinerator. Ja, Sterbehilfe ist ja verboten in Deutschland. Oh ja. Ja, ich warte jetzt, bis es ausgeklickt hat und drück da nochmal drauf. Das ist echt hart jetzt, ne? Rest assured that an independent panel of ethicists has absolved the enrichment set. You euthanized your faithful companion cube more quickly than any test subject on record. Congratulations. Ja, sorry. Guck mir da halt ein harter Hund. Nee, muss ja sein, dass man weiterkommt. Sonst hätte ich das sicherlich gemacht. Aber naja. Ich muss mal ganz kurz eine kleine Aufnahmepause machen. Bin aber gleich wieder da. Moment. Dass ich auch noch speichern kann. Ladedaten. So. Ich mache eine ganz kurze Aufnahmepause. Hei, 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 hei. Gut. Wie speichern? Speichern. Gespeichert. Schön. Ich mache eine ganz kurze Aufnahmepause. Wir sehen uns gleich wieder. Juicy. So, da sind wir auch wieder zurück. Ich muss nur ganz kurz gucken, ob die Aufnahme bis lang so oder so weit jetzt schon gut ist. Ich muss die Aufnahme überprüfen. Einfach ganz normaler, einfacher deutscher Satz, weil Fraps hat mir irgendwas angezeigt gehabt. Aber alles in Ordnung, alles hat aufgenommen. Und dann würde ich auch gleich mal sagen, weiter geht es. Das Spiel war noch nicht zu, also geht einfach the experiment hier is nearing weiter. Its conclusion. The Enrichment Center is required to remind you that you will be baked and then there will be cake. Ah, okay, gut. Also wir werden zu Kuchen gebacken. Ja, natürlich auch schön. Aber ich will nicht, dass das dann jetzt schon zu Ende ist. Ja. Okay. Wenn wir da reinfallen, sind wir kaputt. Das ist schon mal ganz klar. Aber die Decke ist ja auch zur verfügbar. Was man hier so alles findet, ey. Da muss ich immer hin. Das ist einfach verdammt interessant zu sehen, was die einfach noch so dazu gebaut haben, so, ja, wie will ich sagen, Easter Egg-mäßig. Schade, komm ich nicht hin. Hätte mich jetzt mal interessiert, was dahinter ist. Ja, also, ich bin immer auf Easter Eggs aus, das ist eigentlich immer so gewesen. Oh, gibt's hier den Soundtrack wieder? Nein, nein. Ah, da ist er. So, genug getanzt. Wer mich kennt, weiß, außer sie Taki geht eh nichts bei mir. Tanzmäßig. Aber es reicht ja auch, ne? Boah, da muss ich jetzt nicht wirklich hier so Jumpstyle rein, oder? Puh. Ich hab das genau gewusst, ne? Ich hab's genau gewusst.
Dass ich nie schwimmen kann. The experiment is nearing its conclusion. The enrichment center is required to remind you that you will be baked and then there will be cake. So, jetzt höre ich noch schnell die Musik nach vorne. Ich bin übrigens immer noch nicht mit einverstanden, dass wir gebacken werden und ein Kuchen draus gemacht wird. Komm. Es ist übrigens hier 85,2 FM. Also wer es mal hören will, einfach mal 85,2 suchen. Boah, ist das bockschwer jetzt gerade. Ja. Experiment so. Is nearing its conclusion. Alter, ich hab's gehört. The enrichment center is required to remind you that you will be baked and then there will be cake. Ja, das ist gut. Da bin ich aber froh. Alter, war das knapp. Alter. Scheiße, jemand dort. Alter. Schreckt man sich zu Tode. Ey, das ist doch nicht schön hier. Das hat aber auch nichts damit zu tun, dass wir jetzt... Ja, wir machen eine Aufgabe. Alter. Oh. Ich weiß immer noch nicht, wie es heißt, weil ich mir den Namen einfach nicht gemerkt habe. Ach, scheiße, wir haben unser Companion Cube vergessen. Ach nee, den haben wir ja gar nicht mehr. Ach,